Mit frischer indischer Küche will Lukas heute an der Konkurrenz vorbeiziehen. Ich zeige den Kollegen heute mal, dass ich Indien nach Würzburg gebracht habe und zeige, was die indische Küche zu bieten hat. Doch die Mitstreiter sind enttäuscht. Ich habe einfach nichts geschmeckt, was irgendwie mich an Indien erinnert hätte. Es war halt einfach wie Fish and Chips. Und auch das Rindersteak mit Spiegelei führt zu Irritationen. Für Thomas ein No-Go. Steak passt einfach nicht auf die Karte. Das ist seine Meinung. Mich hat das Steak nicht gestört auf der Karte. Zweite Runde. Heute sind wir in Würzburg. Mit seinem fränkisch-mediterranen Angebot holte Christoph gestern 31 Punkte. Die will Lukas natürlich in den Schatten stellen. Sein Lokal liegt direkt am Marktplatz. Diese Woche ist mal wieder Christian Lohse im Einsatz. So, der zweite Tag heute in Bayern, Unterfranken. Ich bin heute endlich in Würzburg und hier zum Lukas. Sieht mir ziemlich jung aus. Und ich gehe jetzt ins Indisch Restaurant Bar Namaste, Namaste. Das Einzige, was ich zur indischen Küche sagen kann, ist, es ist wie überall, es gibt ganz viele Küchen sicherlich. Und ich habe einmal in London indisch gekocht und 0 Punkte von 100 natürlich, weil ich da überhaupt gar keine Erfahrung drin habe. Und ich glaube, man muss das Land natürlich kennen und das spüren und riechen, um da zu sein. Und jetzt bin ich ganz gespannt auf Lukas, mal sehen, was der zu sagen hat und wie der auf diese Idee kommt, indisch zu kochen. Das ist ja schon sehr verwegen. Ja? Sehr gespannt. Messlatte übrigens liegt extrem hoch. Natürlich, beim Inder muss die Messlatte hoch liegen. Da gibt es mal gar nichts zu fackeln. Ganz schwierige Küche indisch. Ja, tausende von Kultur steckt dahinter. Viel Spaß. Werfen wir doch mal einen Blick rein. Ganz schön stylisch hier. Ah, und da ist ja der Chef. Hey, Lukas. Das Namaste ist relativ exotisch. Es ist einzigartig in Würzburg. Es gibt einige Inder, aber wir sind, würde ich sagen, der Inder mit der besten Qualität. Und dafür stehen wir. Also typisch indisch sieht dein Restaurant allerdings nicht aus. Was bist denn du so für ein Typ, Lukas? Als Gastgeber würde ich mich sehr herzlich beschreiben. Ich kenne die meisten von den neuen Stammkunden, also die wirklich herkommen. Man findet irgendwann so den Bezug zueinander und man merkt, die Leute kommen immer wieder. Ob auch unser Profi nach dem Testessen Lust hat, noch mal wiederzukommen? Also Lukas, wir sind hier in Indien und was heißt das oder wie spricht man überhaupt diesen Namen aus? Namaste. Ja. Es soll einladend klingen, erwartet sich der Hintergedanke, dass die Leute sich einfach herzlich fühlen, direkt reinkommen und sich wohlfühlen. Dann frage ich, wie alt du bist? Ich bin 22. Und das ist dein Restaurant hier? Das ist mein Restaurant. Ja, sensationell. Und wie kommt man auf Indien? Tatsächlich gibt es 1000 Restaurants in Würzburg. Es gibt so viele gute Küchen auch schon. Ja. Wir haben dann so ein bisschen so eine Marktlücke gesucht, ja. Was uns Spaß macht. Ja. Ich wollte was Neues nach Würzburg bringen, was es einfach noch gar nicht gibt. Und das haben wir geschafft. Wir haben indische Küche, nicht ganz traditionell, sondern in einem modernen Stil, in einem modernen Ambiente, wie du dich schon ein bisschen umschauen kannst. Und das macht uns tatsächlich auch einfach aus. Die Einrichtung ist kein India-Tok, nein, auf keinen Fall. Ja, ist modern gemacht, so wie man sich das mit 22 Lebensjahren vorstellt. Wie schaffen wir das mit 22? Hast du eine Bank im Hintergrund oder wie schaffen wir es, so ein Restaurant aufzubauen? Typisch Lohse wieder, ne? Erstmal wieder den Finger in die Wunde legen. Woher kommt die Asche her? Woher kommt die Kohle? Mit 22 hat der Papa vielleicht finanziert. Tatsächlich nicht. Ich habe mein Leben echt viel gearbeitet. Ich war bei der Bundeswehr 4 Jahre lang. War im Einsatz auch. Da hat sich ein bisschen was angespart. Habe dann gesagt, bevor ich noch mal länger diesen Ausbildungsweg gehe, habe ich gesagt, ich bin ein bisschen risikofreudig und will was Eigenes machen. Ja. Bin nach der Bundeswehr ein bisschen in der Gastro gewesen. Hat mir mega Spaß gemacht. Und dann habe ich gesagt, ich mache den Schritt. Und finanziell habe ich das mit der Bundeswehr und Ersparnissen stemmen können. Ich liebe die Gastronomie, weil man einfach 1000 Menschen kennengelernt. Man hat mit so vielen Menschen den Kontakt. Und das ist das, was mir Spaß macht. Du kochst aber nicht? Ich koche tatsächlich nicht. Das wird nicht gut gehen. Ja, das ist auch eine Frage der Übung, vor allem mit 22. Indische Küche ist genau für uns ganz. Ich habe mir zwei verschiedene Variablen ausgedacht. Ja. Ich habe tatsächlich den indischen Part einmal. Ja. Da habe ich einen indischen Spezialist, also Hammerkoch. Ja. Hammererfahrung schon seit Jahren. Der ist für den ganzen indischen Bereich zuständig. Und dann haben wir tatsächlich eine bisschen flexible Küche, ein bisschen modern. Da habe ich den Richie, meinen Chefkoch, gelernt, deutsche Küche. Jetzt fragt man sich, wie passt es zusammen? Aber es kombiniert sich ganz gut. Der ist für die Organisation zuständig. Auch für ein paar andere Gerichte auf der Karte wirst du heute auch eins bekommen von uns. Konzept ist für mich auch stimmig. Ich finde das gar nicht schlimm, wenn man in so einer Stadt wie Würzburg so ein bisschen Crossover macht. Steaks und indische Küche. Schließt sich nicht aus. Wobei in Indien ist ja, glaube ich, die Kuh noch was ganz Besonderes.
In seinem 30 Quadratmeter Reich ist Ritchie bereits am Gemüseschnibbeln. Da haben wir schon den Profi, den Ritchie. Ritchie, ich bin der Christian. Servus, Ritchie. Covid-like. Ja. Ritchie, du kochst hier also, ja? Genau. Du bist der sogenannte Küchenchef. Ich bin der Küchenchef hier drin. Und Lukas kocht gar nicht hier? Tatsächlich nein. Das Vertrauen liegt komplett beim Ritchie und beim Onkel. Die machen das echt gut. Ja. Sind ein gutes Team mittlerweile geworden. Ritchie ist der junge Part, der Onkel ist ein bisschen älter. Und Ritchie hat aber eine Hammererfahrung. Was heißt, Ritchie ist der junge Part? Wie alt bist du denn, Ritchie? Ich bin 22. Und ihr seid ja gleich alt, oder? Genau. Das ist fast Slapstick. Ritchie ist der junge Part. Wie alt bist du, Ritchie? 22. Wie alt bist du, Chef? 22. Du kochst heute, Ritchie, was für mich? Ich mache dir ein Steak. Ja. Mit Reis, Spiegelei, Chili und ich mache noch einen Naan noch mit dazu. Ich gehe nicht zum Inder, um ein Steak zu essen. Ich hatte schon vor meinen Augen einen Blumenkohlteil aus dem Tandoro-Ofen. Ich hatte ganz tolle Suppen. Ich hatte ganz tolle Curries erwartet. Ich verabschiede mich, Christian. Lukas, wir sehen uns später wieder. Bis in guten Händen. Sehr Ciao. Gut. So, Ritchie. Für mich bitte mit gebremster Schärfe kochen. Mein zarter Körper verträgt das nicht so richtig, das Scharf, ja? Also ich habe dann relativ... Ich mag das einfach nicht, wenn es dreimal brennt, ja? Oder so zu sagen. Also wie setzt du denn die Soße an? Das ist eine kalte Soße. Die ist nicht, kalt. Die wird nicht heiß gemacht. Ah, das ist ja toll. Das hat auch eine schöne Frische dann durch die... Genau. Durch diese rohen Tomaten, was man so zu sagen. Das ist dann eine sehr frische Soße. Dann tun wir da noch ein bisschen Joghurt mit rein, damit es nicht zu scharf wird. Ah, das ist ja doll. So habe ich das noch nie gesehen. Das ist auch eine Eigenkreation von mir. Mit 22, das war toll. Gut. Ja. Also finde ich sehr schön. Auch wenn es nur eine kleine Eigenkreation ist, aber es ist eine Eigenkreation. Und man sieht auch so seine Ernsthaftigkeit, seine Körperhaltung. Das macht ihm richtig Spaß, was er da tut. Ne? Super. Applaus, Ritchie. Und noch ein bisschen Paprikapulver. Scharf oder weniger scharf? Das ist das Süß. Ist deine Kreation denn damit fertig, Ritchie? Kein Öl dran, nix. Kein Öl, kein gar nichts. Super, ganz toll. Ritchie, Soße haben wir jetzt gemacht. Was machen wir jetzt als nächstes? Wir kochen jetzt den Reis. Reis, was nehmen wir denn dafür den Reis? Schönen indischen importierten Reis. Das ist also ein Langkornreis. Das heißt, ein schönes langes Korn, kein Rundkornreis, so wie wir ihn verwenden, sondern ein Langkornreis, der dann auch nicht gebrochen sein sollte, sondern wo sich wirklich der Reis als richtiges Stäbchen entwickelt. Dieser Reis wird vorher gewaschen, richtig? Genau. Damit die Stärke so ein bisschen runtergeht. Und dann wird er eingeweicht in was? Einfach in Wasser. Kaltem Wasser, ja? Einfach kaltem Wasser, 10 Minuten ziehen lassen. Warum macht man das so? Dass der vom Geschmack her besser diese Stärke runterkommt. Ja, entscheidend ist, dass das Reiskorn nicht zerbricht. Entscheidend ist, dass es einzeln runterfällt, wie beim Couscous. Und dass der Reis mit ganz viel Liebe und Expertise behandelt wird. Das ist jetzt mein Steak. Also du nimmst jetzt hier ein paar Sehnen runter, ein bisschen Fett runter. Nee, das Fett bleibt drauf. Ah, endlich mal einer, der das Fett drauf lässt. Ja? Und wie viel Gramm willst du mir nachher geben, Ritchie? 200 Gramm. 200 Gramm, das schneidest du aus der Hand raus, ne? 200 Gramm. Ja. Übungssache. Erfahrungssache, 200 Gramm. Klatsch, wird einfach mal runtergeeiert. Ja? Ich würde keine Küche ohne Wagen laufen lassen. Das ist natürlich pures Geld, was dann auf einmal ganz schnell weggeht. Ja? Aber Ritchie macht mir so einen Eindruck und das Fleisch sah auch so aus, als ob das genau 200 Gramm gehabt hat. Ne? Ich mag diese Seriosität und die Leichtigkeit von Ritchie einfach unglaublich. Ja? Das ist wirklich, der setzt sich richtig mit der Sache auseinander. 22, doll. Ritchie, woher kommt das Steak? Das kommt aus der Gegend. Das sieht auch sehr gut aus. Und wie verbindet sich das mit der indischen Küche? Inder essen ja keine Kühe, oder? Na, Ritchie, erwischt? Ich wollte ihn auch mal ein bisschen locken, weil das war schon, also... Er hatte gehofft, dass er da sein Programm abspulen kann, aber natürlich nicht mit Lose. Ja? Da müssen wir mal ein bisschen peaky sein manchmal. Es gibt Teile Indiens, die essen Kühe. Ah, okay, das wusste ich. Und es gibt Teile Inder, die essen kein Rind. Und, aber wir kochen ja südindisch, aber jetzt kochen wir eigentlich ein bisschen um. Die Pfanne ist heiß genug, würde ich sagen. Ne? Genau. Hier mal ein bisschen weg da. Das legst du so mit den Fingern ein. Ja, das Fleisch sieht sehr gut aus, keine Frage. Wenn es auch so schmeckt, wie es aussieht und der Reis so mundet, wie er dampft, Den stellst du jetzt wieder auf die Flamme. Die Flamme bleibt genauso hoch oder drehen wir Nein, die Flamme runter? Die Flamme drehen wir runter. Und was bewirkt das jetzt mit dem Reis? Der Reis stellt sich komplett auf, zieht jetzt noch ein bisschen durch, dass alle Reiskörner in einer Linie liegen. Da bin ich ganz gespannt drauf. Steak, das sieht doch gut aus, oder? Ja, das lasse ich jetzt noch ein bisschen nebendran liegen. Ja. Damit der Fleischsaft im Fleisch bleibt. Ja. Kurz 2 Minuten liegen lassen. Mhm.
dass wir aufschneiden, nicht der ganze Saft direkt rausläuft. Die Pfanne hat auch schon bessere Tage gesehen. Ne? Aber gut, das ist ein junger Laden, da muss man Kompromisse machen. Jetzt kriege ich gleich den aufgestellten Reis, das Steak, zwei Spiegeleier und die Chilisauce mit gebremster Schärfe. Ich setze mich jetzt zu Lukas und freue mich auf das Essen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Gerne. Richie, du hast es überstanden. Hoffen wir mal, dass der Profi jetzt auch nichts zu bemängeln hat. Krossgebratenes Spiegelei. Ich mag das ja gerne, so ein krossgebratenes Spiegelei. Gerade nach einem Hangover. Dann noch einen kleinen Schuss Maggi dran. Die Eier werden immer so bei euch gebraten, so scharf, ja? Ja. Gut. Und warum das Ei? Woher kommt das Ei? Tatsächlich wollten wir einfach was Außergewöhnliches machen. Was man einfach nicht in jedem Steakhouse oder Restaurant bekommt. Was sagst du denn zum Gargrad, Christian? Das ist ein Steak, was Biss hat. Mhm. Das ist wichtig. Ich finde das immer so fürchterlich, wenn Leute diese Filets essen. Ach, das Messer fällt durch. Nein, außerdem hat die Kuh nur zwei Filets. Und so, das ist richtig schön. Das hat richtig Biss. Das ist saftig, schmeckt nicht sauer. Den Reis finde ich... Gibt es jetzt etwa Schelte? Unfassbar gut. Konsistenz, die Körnung und vor allen Dingen dieses sanft gewürzte mit dem Zimt, der Nelke und dem Lorbeer. Ist ein klarer und verständlicher Teller. Jetzt frage ich mal nach dem Preis, bitte. Liegt tatsächlich bei 200 Gramm momentan bei 18,90 Euro. 18,90 Euro für ein Steak dieser Qualität aus der Gegend dort, nicht aus dem Tiefkühler, nicht mehlig, süß im Geschmack, saftig, perfekt gebraten von Richie. Mir fehlen da die Worte einfach nur. Ne? So unter aller Kanone. Und es ist auch nicht überlebensfähig, ja, um das mal ganz klar zu sagen. Richie sollte vielleicht noch mal so zwei, drei Rundreisen machen, damit er das noch mehr prononcierter würzen kann. Aber alles andere, der Reis ist super gemacht. Chilisauce für mich zu scharf, trotzdem eine gute Fruchtigkeit. Sehr witzig, dieses Spiegel, also kross gebraten. Wenn du das in der Lehrprüfung machst, fließt im hohen Bogen raus. Aber ich finde das gut so. Also die sind echt mutig, die beiden Jungs. Und ich kann nur applaudieren vor so viel Mut und vor allem vor dieser Produktreinheit und Qualität. Indisch war es nicht. Das muss man auch ganz klar so sagen. Aber das, was ich gemeint habe, war auch so. Gut, dann gucken wir mal, was die anderen jetzt zu sagen haben.